Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, Tibi hat mir wieder ganz viele Infos geschickt. Und außerdem auch das mit dem Grave, das ist wohl Ö. Aber ich habe mittlerweile echt keinen Plan mehr, was war normal. Es ist problematisch, wenn man die ganze Zeit irgendwas tut, man ist halt immer abgelenkt. Der Grave war irgendwo hier unten, glaube ich, Alt F. Grave 4. Excavate. Aha, schau an. Excavate or Excavation. Okay, jetzt will ich jetzt trotzdem probieren. Wie funktioniert das? Da muss ich dann Ö drücken, damit er das macht, oder? Let's try. Cool. Das funktioniert ja. Cool. Klick, klick, klick. Dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt. Ist es jetzt daueraktiv? Nee, und wenn ich jetzt einmal Ö drücke? Nee, ich muss Ö gedrückt halten. Geil. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Tibi. Du hast mich ja erleuchtet, dass das ja Englisch ist. Ja, ich hätte es mir nicht gemerkt. So, wir haben jetzt hier Apple Seeds. Ne? Und daraus müssen wir jetzt was machen. Und ich glaube, ich hatte aber schon mal vorgearbeitet dafür. Irgendwo war hier was. Irgendwas habe ich gemacht, glaube ich. Hier habe ich Apple Seeds. Genau, bekommt Apple Saplings. Und dann brauchen wir ja nur so einen Apfel Sapling in dem Fall. Habe ich hier Apple Saplings? Ne, ich habe hier nur Äpfel drin. Aber ich kann ganz simpel mal hier einen platzieren. Und kurz wachsen lassen. Leider funktioniert das nicht so schön schnell. Hier bin ich noch beim Überlegen, weil, wie gesagt, wir haben ja geschmolzenes Eisen hier drin. 144 Millibuckets. Die Frage ist, ist das vielleicht zu wenig? Hier steht 16, was? Used 1 ingot. 315 ingots. Capacity 16 ingots. Da müsste ich doch rein theoretisch, oder war da ein Knopf nötig? Musste ich dann Knopf oder Schalter daneben anbringen? Also man kann ja mittlerweile auf Holzknöpfe machen. Wir leben hier im 21. Jahrhundert. Ich wollte gerade sagen, wir leben hier im 21. Jahrhundert, jetzt gibt's Knöpfe. Willst du mir sagen, der Knopf ist... Okay, Frage. Wenn ich das jetzt so mache, so. Okay, ich brauche wahrscheinlich immer noch diesen komischen Sapling. Ich war mir sicher, ich hätte den schon gemacht. Aber was habe ich denn letztes Mal gemacht? Also wir haben auf jeden Fall viele Äpfel zum Essen. Das kann man nicht beschreiten. Apfelsamen haben wir auch wie Hölle. Also da ist jetzt schon mal kein Problem mehr. Aber das sind... Ah, ich habe einen Apple Sapling. Warte mal, hier ist er doch. Die schauen bloß gleich aus. Das ist... Ja, ist ja gut. So, und dich hier rein. Nice. Ja, ist gut da oben. Du hier rein und... Ja, es funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Der Knopf war's. Du, ich mag dich jetzt nicht enttäuschen, aber ich brauche dich nicht mehr. Dankeschön. Apple Sapling. Wusste doch, ich habe einen. Ist gut. Halleluja. Ich hab's kapiert. Du bist sauer. Reg dich ab da oben. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich den haben. Iron Sapling und direkt mal hier rein. Gleich mal in die Maschine. Ich bin gespannt, was rauskommt. Komm, was gibst du mir? Mal rein hier.
Wie oft doch? Es reicht. Ich hab's kapiert. Du bist sauer. Geh zu der nächsten Insel. Ich weiß nicht, wo die ist, aber die wird sich bestimmt drüber freuen. Ich habe hier was anderes zu tun. Außerdem habe ich hier gefühlt einen Lightning-Roller gleich. Also ich habe hier gleich mal einen Blitzerbleiter. Ein Eisenbaum ist, glaube ich, da nicht die beste Idee dann. Und Aaron Resin. Vielleicht sollte ich doch erstmal es auf den Standardweg probieren. Den Apfelsitum hier abbauen. Mal kurz den beschwören, weil mit dem neuen Verfahren, das mir TB erleuchtet hat, ist es ja wenigstens einfach. Das Om ist langsam bloß ein bisschen dumm. So, okay. Gib mir mal eine Sekunde. Spiel leckt. Ich brauche nicht noch ein bisschen Stein. Habe ich dabei? Stein? Nee. Für meine Kiste. So, Zack. Leider gibt es auch keinen Weg, dass du das direkt einfach bis oben hin bumm voll machst. So. Als erstes gleich mal Ö drücken. Geil. Und dann. Ah, fuck, das war ja nicht. So, hier. Und hier. Dann können wir nicht gleich auch die Versorgungsstraßen durchführen mit ganz, ganz feinen Eisen. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, weil Eisen ist ja echt Leben. Beide kommt. Wenn, dann mache ich es gleichzeitig. Vielleicht sollte ich auch mal einen Stonecrook da machen, wie auch TB mir empfohlen hat. TB ist der Wahnsinn. Mir wird so viel geholfen und so empfohlen. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und dazu schmeißen wir die jetzt mal weg. Du hast mir gesagt, ich soll einen Stonecrook nehmen. Crook. So, passt schon. Crook. Es gibt hier einen Stonecrook, einen Bonecrook, einen Blazecrook und einen Withered. So, okay. Dafür brauche ich Stone Rod. Okay. Finde ich auch geil, dass es Stone Rods jetzt gibt. Aber hey, ich sag nichts dagegen. Einmal Ö. Klick. Einmal Ö. Klick. Oh, ist das schön. Und dann nochmal Ö. Also das, klar, wer legt es auf Ö, ist jetzt die andere Frage. Ich werde mir gleich mal überlegen, ob ich das nicht schnell auf eine andere Taste lege. Habe ich hier noch eine Taste zur Verfügung? Ja, habe ich. Genau, perfekt. Wir legen dich mal hier drauf. Wir machen auf die andere Seite mal einen Coal Sapling. So. Und währenddessen tun wir dich einen von euch immer rein. So, was wollte ich? Ich wollte den Apfelsamen zurück erstmal bringen. Und dann genau, umstellen. Genau, umstellen. Options, Control, runter. Und dann, wo ist dieses Grave wieder? Da ist das Grave. Nimmst du die Taste an? Oder, nimm die Taste, perfekt. Dann. Perfekt. Das sollte mir das Leben um einiges erleichtern. So, und jetzt kann ich da draußen wahrscheinlich ja Eisen machen. So, jetzt ist die Frage, wie? Eisen? Ach, fuck. Englisch, Iron. Iron. So, dafür brauche ich wahrscheinlich sowas hier. Iron Ember. Schau her, da. Und das kann ich gleich in den Ofen schmeißen. Lecker. Bedeutet, ich kann mir auch gleich mal mehrere hiervon machen. Und dann einen so reingehen. Dann sollte ich ja die Produktion anhören. Oh, er ist fertig. Jetzt können wir es gleich ausprobieren. So. Ja, perfekt. Es funktioniert. So wie ich das brauche. Sapling. Fertig. Coal Resin, Iron Saplings. Alter, so viel Zeug, das ist der Wahnsinn. Aber er bringt auch was. Das darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Es kommt was raus. Iron Resin. Alter, hat das irgendwas noch geschrieben? Mein Problem ist, dass ich teilweise. Wenn du. Drück nicht V. Die Standardeinstellung ist die beste.
da du viel auf einmal abbauen kannst. Wenn du die Einstellung auf 3x3 änderst, baust du auch nur 3x3 ab, okay. Barrel. Schau, Barrel. Hier gibt es so viele Barrels. Brewing Barrel, Liquid Barrel, Unified Clay Barrel, Wooden Barrel. Crate. Schauen wir mal nach einer Crate. Ich kann mich auch an Crates erinnern. Sind das die? Wooden Crate Empty? Brauchen wir mal eine von denen. Einfach so YOLO-mäßig. Warum nicht? Finden wir mal raus, wie gut die sind. Wooden Crate. Okay, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Clay Anchors. Lol, okay. Cool. Habe ich nicht jetzt irgendwo echt Clay hingetan? Nee, aber... cool. Okay, die Dinger sind echt geil. Du brauchst zwar drei... Du brauchst zwar für jedes Ding so drei übereinander, aber... Du kannst auf jeden Fall mit was anfangen. Und wenn ich so mache, wie kriege ich da was raus? Ah, schau, da kriege ich dann Stack raus. Wenn ich mit Shift mache, dann kriege ich wahrscheinlich so... Okay, cool. Dann haben wir das auch geklärt. Wir haben Crates. Ja, du bringst jetzt halt ein bisschen was. Ich wollte eigentlich einen Iron Emblem noch schon machen. Versuche ich mal selber herauszufinden, wie das nochmal war. Das kann nicht gut enden. Ich wette, es ist genau andersrum. Nee, hö, ich hab's so richtig. Cool. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Eisen. Weil wenn ich mich an Bonsai Hopper denke, Bonsai Hopper, dann haben wir den hier und dafür brauche ich einen Hopper. Dafür brauche ich 5. Oh, das ist so... Kann ich auch einfach Holz rein tun, was? Einfach Loks rein? Seid ihr euch da sicher? Genau, weil ich Diamonds rein tue. Ihr habt doch einen Schaden. So, ich habe jetzt irgendwie das Ziel aktuell verloren. Hatte ich das Buch dabei? Hatte ich. Ja, die waren zum Essen da. So, ich habe jetzt diesen Iron Schmarrn gemacht hier. Weil ich kann jetzt rein theoretisch einen Eimer machen, der dauerhaft hält. Selectric, lead it go. Mhm. Hogtide, craft a cobblestone mud bucket. Cobblestone mud bucket, which you can feed to a pig to transform it into a resource hog. Only similar type resource hogs can be bred together. There's a chance you will breed a vanilla pig. Okay. Oinky, craft a Bacon Sapling. Bitte was? Craft a Donut Sapling. Of a water bucket to make it obsidian. Okay. Hogtide. Okay, ja. Diamond Trees. Schauen wir uns mal kurz mal die Saplings an, die es im Inventar gibt. Sapling. Und dann gibt es ja hier irgendwo diesen Diamond Sapling. So. Der braucht einen Redstone Sapling. Okay. Lapis, Gold. Redstone braucht Kohle. Mhm, warte mal. Redstone. Oder Rose Red, Wildberries. Okay, der braucht sozusagen Red Roses. Und dann da draus. Dafür brauche ich dann Gold Resin. Gold Resin kriege ich wieder da draus. Und dafür brauche ich Gold Sapling. Okay, da verändert sich ganz viel. Ja, aber da war was gerade ganz hohe Rate. Red Mulch.
Mit HDP schied. What the fuck ist das denn alles? Okay, das wird eindeutig noch später. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant, Leute. Bin gerade so ein bisschen lost geworden auf einen Schlag. Auf jeden Fall, wir haben es verwenden können schon mal. Wir haben unsere ersten Eisensachen, die langsam hier auch drin immer mehr werden, so dass wir hoffentlich bald, also ich will versuchen, bis zur nächsten Folge. Ich habe es sicher falsch gemacht. Ja, habe ich. Danke. Hier halt einen weiteren Hopper noch mindestens dran zu schließen, damit wir die Produktion ein bisschen erhöhen können. Wie gesagt, wir haben jetzt noch nicht auch die Untergründe, die halt schnell sind, sondern wir haben halt noch das simple Zeug. Aber wir können ja mal schauen, was das, wie es ist, weil ich würde dann halt die Kiste jetzt mal umranden mit ein paar Hopper oder drei Hoppern, dass es da reinläuft. Und dann sollte das ja fürs Erste auch funktionieren. Dann kann das hier schön drin nachlaufen. Und dann sollten wir bis zum nächsten Mal hoffentlich schon mal ein bisschen mehr Eisen haben, damit wir ein bisschen was hier noch umdesignen können, ne? Also, bis dann. Ciao.